Birgit Kohler lebt in Barcelona und gestern war das Finale, das Champions League Finale. Wie geht's da heute? Das ist für mich das beste Kammermusikensemble, das es überhaupt gibt. Die spielen Kammermusik, da ist jeder wach, jeder passt auf jeden auf, es wird zugespielt, es geht nicht um irgendwelche großen Soli. Das ist Musik. Barcelona, Spanien ist überhaupt ein Stichwort. Du bist jetzt wieder auf Heimaturlaub und ausgerechnet heute gibt es beim Schlosswirt ein Tapasfest. Du bist ja fast an deine zweite Heimat erinnert, wenn du heute beim Schlosswirt einkehrst. Selbstverständlich, und ich nehme an, das ist nur für mich gemacht, ne? Absolut, ja. Nachdem du ja demnächst hier auftrittst, ein paar Tage später, offensichtlich hat sich alles spanisch eingetimt für deinen Besuch in Waidhofen. Was hören wir eigentlich in Waidhofen? Ein sehr, sehr interessantes Programm mit Jazz-Elementen und also eine Mischung aus französischer Musik, österreichischer Musik. Wir spielen Gottfried von Einem, die Sonate für Klavier und Violine. Am Klavier ist Robert Lehrbaumer, ein langjähriger musikalischer Freund von mir. Und dann kommt Maurice Ravel, die Violinsonate, deren zweiter Satz ein Blues ist. Dann gehen wir in die Pause und dann ist die Cesar Franck-Sonate, der französisch-deutsche Komponist, also deutsch angelehnt. Und wenn das Publikum uns gewogen ist, dann gibt es noch ein paar so jazzige Zugaben. Ich glaube, das klingt ja sehr spannend. Jazz und Birgit Kohler war bis jetzt nicht so ganz bekannt. Nein, überhaupt nicht. Also ich liebe Jazz sehr, aber ich bin jetzt überhaupt kein Jazz-Spezialist. Aber die klassischen Komponisten haben sich doch immer wieder dem Jazz gewidmet. Und so bin ich, da konnte ich der Versuchung nicht widerstehen, mich auch dorthin zu begeben. Noch dazu, wo uns der Veranstalter, der Thomas Bieber, diesen Wink gegeben hat und es in sein Programm gepasst hat, freue ich mich sehr drauf. Die Klassikfachwelt kennt dich ja eher als Orchesterkonzertmeisterin, aber man weiß natürlich auch, dass du in kleineren Ensembles, in Kammermusikensembles spielst, beziehungsweise auch welche gegründet hast. Wie schaut da eigentlich deine Zukunft aus, was das betrifft? Also ich habe mich jetzt eigentlich habe ich mich aus dem Orchester zurückgezogen. Ich spiele noch als Gastkonzertmeister da und dort. Das ist auch eine sehr schöne Aufgabe, immer interessant, weil man neue Orchester kennenlernt, neue Menschen. Aber ich habe ein bisschen, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, und das bin ich eigentlich immer, bin ich ein bisschen orchestermüde geworden. Ich habe das 21 oder fast 22 Jahre gemacht, diesen Beruf als Konzertmeister. Und das ist ein wunderbarer Beruf, es hat aber auch seine Tücken, ist menschlich auch immer eine Herausforderung, nicht nur musikalisch. Und um das kurz zu sagen, ich habe mich 21 Jahre um den Klang anderer gekümmert, um Klang zusammenzubringen, und jetzt möchte ich mich um meinen Klang kümmern. Du kümmerst dich jetzt um deinen Klang im konkreten Sinne, wie schaut das jetzt aus? Also ich habe jetzt erst vor kurzem in Madrid mit dem jungen deutschen Dirigenten David Afkam das Bergviolinkonzert gespielt mit dem Orchester Nacional de España. Und das war, also das Bergviolinkonzert liegt mir wahnsinnig am Herzen. Das ist, wenn ich von mir aus sprechen kann, es ist mein Herzensstück. Ja. Ich kann nicht sagen, es ist mein Stück, weil das ist vermessen, ja, aber es ist mein Herzensstück. Und dann momentan spiele ich, und es sind weitere Konzerte geplant, mit dem berühmten Liedbegleiter Marco Martineau und der Sopranistin Mia Persson. Da waren wir in der Wigmore Hall letzten April. Und also diese Art von Konzerten steht in Zukunft auch auf dem Programm und solistisch ist auch. Also Schritt für Schritt, was Neues. Noch einmal kurz zurück zu deiner Heimatstadt Waidhofen an der Ybbs. Hier dürfte irgendwie ein Klassiknest sein. Hier sind eigentlich, man kennt natürlich Rainer Küchel, man kennt Birgit Kohler, man kennt natürlich auch Professor Martin Ortner und jetzt in letzter Zeit auch Stefan Böckhacker, den du ja auch gut kennst. Ja. Liegt das in Waidhofen in der Luft, dass hier Klassik so gefördert wird? Naja, das glaube ich hat eine sehr lange Tradition und da darf ich auch auf meinen Vater noch einmal Bezug nehmen, der die Musikschule hier gegründet hat. Und also mit dem Professor Stepanek, der Geiger war, und dem Professor Groß als Cellisten, der war Pianist. Die drei waren eigentlich die Gründer der Musikschule, dann der Papa hat dann das Kammerorchester gegründet
Und mein Vater war immer, als Pianist hat immer gesagt, meine Kinder müssen mal ein Streichinstrument lernen, weil als Pianist bist du so allein. Und darum, glaube ich, hat er auch seine ganze Liebe der Streicherförderung gewidmet. Und hat da über seine Unterrichtstätigkeit mit dem Zusammenwirken dieser zwei Gründer, zwei weiteren Gründer, wirklich eine Streicherhochburg aufgebaut. Weil ich kann mich erinnern, wie ich zu studieren begann, hat es geheißen, dass prozentuell die meisten Streicherstudenten aus Waidhofen und Ebs kommen, an der Wiener Musikuniversität. Das ist auf jeden Fall ein ganz interessanter Fakt. Ich habe mit dem Stefan Böchager gesprochen und in seinem Interview hat er mir gesagt, dass du ihn eigentlich sehr gefördert hast. Wie kann man eigentlich ganz konkret junge Künstler fördern? Naja, also ich freue mich, wenn er das gesagt hat, weil wie ich ihn sozusagen gefördert habe, war ich selber auch noch sehr jung. Also ich habe ihm ein bisschen unterrichtet und er war begabt genug, dass er selber seinen Weg gegangen ist. Also ich habe, glaube ich, nicht wahnsinnig viel dazu beigetragen, aber ich freue mich, wenn es so ist. Ich glaube eher, dass ich jetzt eher in dem Alter bin, wo ich beginnen kann, junge Künstler zu fördern. Was das im konkreten Fall heißt, das ist einerseits Erfahrung weiterzugeben. Ich möchte mich ehrlich gesagt ganz besonders widmen einer Sache, also mit jungen Leuten zu arbeiten, und zwar Leute auf das Orchesterleben vorzubereiten, weil das ist keine leichte Sache. Es gibt nämlich den Punkt bis zum Probespiel, ist man ein Alleinkämpfer sozusagen, man muss der Beste sein, man ist fast wie ein Solist, ja. Und dann, wenn man jetzt nicht gerade das Glück hat, an einer Soloposition zu landen und man geht zurück ins Tutti, dann ändert sich das Leben quasi von einem Tag zum anderen um 180 Grad. Man ist in der Gruppe, man hat den Mund zu halten, man muss sich anpassen. Und das macht vielen große Schwierigkeiten, wenn man nicht eigentlich vorbereitet wird und wenn man nicht einfach auch vorbereitet wird, wie man dieses Trauma überwinden kann oder beziehungsweise, dass man es gar nicht so weit kommt, dass es ein Trauma wird, wenn man in ein Orchester geht. Es kann passieren. Generell glaubt man ja in der Bevölkerung, Musiker, das ist alles Highlight, das ist alles ein Job, wo man am Abend ein paar Noten spielt, aber offensichtlich gibt es da noch ganz große Unterschiede, die auch ein Leben in einem Orchester oft gar nicht so einfach machen. Also ich nehme an, dass das ein Beruf ist wie jeder andere, mit all seinen Schwierigkeiten im Kollektiv vor allem, also in der Gruppe. Im Orchester, glaube ich, kommt noch etwas dazu, dass ein sehr großer Konkurrenzkampf, der einem eigentlich im Studium eingetrichtert worden ist, um zu gewinnen, um so einen guten Job zu kriegen, dass man diesen Konkurrenzkampf oder diese Einstellung dazu schwer ablegt. Oder vielen Leuten fällt es schwer, dann das abzulegen und einfach in Ruhe in eine andere Ebene zu gehen. Also was eigentlich das Orchestermusizieren bedeuten sollte. Ja? Ein gemeinsames Musizieren für ein Publikum. Ja? Was zu transportieren und mehr nicht. Ja? Aber da geht es ja teilweise wirklich auch noch drum in dieser... Es ist natürlich fast ein bisschen... das ist sehr gespalten. Nicht? Einerseits hat man diese unglaubliche Hierarchie, die notwendig ist, dass dieser Organismus funktioniert. Und andererseits scheitern viele an dieser Hierarchie, weil sie eben glauben, sie müssen auch vorn sitzen. Oder der vorn sitzt, glaubt, er ist was Besseres als die hinten im Tutti. Und das ist der größte Fehler, den man überhaupt begehen kann. Wird immer wieder gemacht. Passiert, man kann nur schauen, dass man aus Erfahrung einfach dann sich weiterentwickelt und genau das ist, wovon ich vorher gesprochen habe, was ich auch gern jungen Menschen weitergeben würde. Wenn man das so beobachtet, ist es doch so, dass sehr viele Künstler, die im Orchester spielen, dann auch kammermusikalisch oder auch solistisch tätig werden oder auch im Rezital auftreten. Also das im Fokus stehen, steckt schon in jedem drinnen. Wenn ich jetzt bei FC Barcelona war, der Messi kann nicht als Einzelspieler auftreten, der muss quasi im Fußballorchester spielen. In der Musik ist es sehr wohl möglich. Jein, ja. Also es ist möglich
Und es, ich glaube, es ist ganz wichtig für einen Orchestermusiker, dass er diese Chancen nützt, dass er Rezital spielt, dass er Kammermusik spielt. Es ist eigentlich wie eine Reinigung. Ja, man braucht es. Orchesterspielen ist manchmal einfach so viel Lärm, dass man sich selber nicht mehr hört. Ja. Und wenn da im großen Symphonieorchester spielt und ein Programm nach dem anderen kommt, jede Woche was Neues, Riesenstücke, dann kann es dir passieren, dass du kaum mehr Zeit hast für dich und dass du wirklich ein bisschen die Feinheit, ja, die Intonation, die Klanggebung ein bisschen verlieren kannst, wenn du nicht wirklich eisern dahinter bist. Ja. Und dann sind natürlich solche Gelegenheiten die sind nur zu wünschen, ne, wenn sowas kommt. Wahrscheinlich auch. Die Außensicht wird geschärft. Auch das Publikum hat mehr Möglichkeiten, den Künstler im wahrsten Wortsinn auch mehr zu fühlen, mehr zu empfinden und auch die Farben, die er möglich macht, auf seinem Instrument plastischer zu präsentieren. Ganz sicher. Also es wäre überhaupt zu wünschen, dass man vielleicht mehr Zyklen macht, wo Orchestermusiker sich präsentieren können. Es gibt die Kammermusikzyklen diverser Orchester, es geht in diese Richtung. Weil, wie du sagst, fürs Publikum äußerst interessant, wenn man mal die Leute näher sieht. Ne? Man sieht immer den riesen Klangkörper, man sieht ein paar Köpfe und mehr nicht. Und wenn man mal die Möglichkeit hat, als Publikum auch die Mitglieder eines Orchesters kennenzulernen, wunderbar. Dankeschön fürs Gespräch. Danke.